Hallo Leute, hallo YouTube. Warum gibt es keine grünen Sterne? Na, das ist nicht ganz richtig. Es gibt grüne Sterne, nur wir können sie nicht als grüne Sterne wahrnehmen. Die blaue Kurve, die grüne Kurve und die rote Kurve stellen die Farbempfindlichkeit unserer Augen dar. Blau hat die höchste Farbempfindlichkeit und grün die geringste. Und hier kann man schon erkennen, warum es keine grünen Sterne gibt. Die weiße Kurve ist das Farbspektrum eines sonnenähnlichen Sterns. Und da Sterne, wie alle natürlichen Strahlungsquellen, im Breitbandbereich strahlen, streifen sie natürlich auch das Rote und das Blaue. Und genau deswegen wirkt unsere Sonne gelblich. Weil für unsere Augen ist Gelb eine Mischung aus einem gewissen Anteil Rot und einem gewissen Anteil Grün. Etwas mehr Rot als Grün, dann sagt unser Gehirn, das ist gelb. Und weil noch Blau dabei ist, verschiebt es mehr in den weißen Bereich, deswegen ist es weiß-gelblich. Das Licht, was wir von der Sonne sehen. Wie das in Einzelnen zusammenhängt mit dem Breit- und Schmalbandbereich, sehen wir gleich. Hier sehen wir nochmal ein Spektrum eines Sterns, der sonnenähnlich ist. Hier sehen wir wieder ein Breitbandspektrum. Dieses Spektrum wäre von einer Lampe, die man im Lampenladen kauft, die grün anzeigt. Das wäre das Spektrum von einer Lampe, die grün leuchtet. Das ist ein Schmalbandspektrum. Und ein Stern macht ein Breitbandspektrum. Deswegen können wir diesen Stern nicht als grün wahrnehmen, weil eben noch in dem Spektrum Blau und Gelb drin ist. Und wie wir eben gesehen haben, ist grün eben nicht so stark wahrnehmbar wie die anderen beiden Farben. Aber wenn es ein Schmalbandspektrum ist, wie bei einer Lampe, die man im Lampenladen kauft, eine grüne Lampe, dann können wir schon grün erkennen. Also muss das Spektrum von grün schmal sein, damit wir etwas erkennen können. Und da in der Natur nur breite Spektren vorkommen, können wir nie einen grünen Stern erkennen. Aber es gibt einen Trick, wie wir grüne Sterne erkennen können. Setzt einfach eine grüne Brille auf und schon habt ihr alle grünen Sterne. Gut, das soll es gewesen sein. Dann wünsche ich euch allen einen schönen Tag noch.